Hallo liebe Leute, willkommen. Kommt bei meiner 22 auf der Challenge Projekt. So, wir fahren den raus. Wir machen wieder so. Das Problem mit der ganzen Sache, Leute, ist, wir können nichts mehr tun. Also die Biogasanlage zu befüttern, aber ich würde gerne, dass die Zeit bis voran geht. Dass wir pennen können. Und vor allem ja wahrscheinlich den Anhänger zu groß, vom größten gekauft, obwohl das der noch nicht braucht. Ich hätte auch gerecht einen kleinen. Aber naja, das was wir haben, haben wir. Ende müsste da da reinpassen. Nein. Ah, es passt da nicht rein, oder was? Oh. Ich mache wahrscheinlich immer noch den gleichen Fehler. Die Lenkachse danach mitlenkt. Dann müssen wir echt mal gucken, dass wir die Achse noch mit reinnehmen. Wir sagen, dass der mal hier rein, der mal hier rein und den anderen den aktuellen. Da rein, wo, warte mal, ich will noch kurz ändern. So. Kurz gucken, fokurieren, so. Das runter. Mal 47.000 halt weg. Nee. Immer noch genug Geld. Aber mindestens, dass der jetzt normal normalen 24er ist. Wir können den immer noch aufstocken, Leute. Wenn die Zeit reif ist. Aber sonst muss den anderen noch kommen. Sieht noch mal irgendwas. Ich hoffe, bis wir Hafer ernten können, dass wir da einen Hof haben, dass wir dann umbauen können. Aber mir gefällt die ganz Schwarzfarbe nicht, Leute, irgendwie. Das ist für mich nicht Originalfarben vom Schlepper. Oh Gott, Akku. Sorry, Leute. Nein. Den Hauptfarbe. Genau. Rot. Oh, das passt wieder. Der Black Beauty muss schon extra ein Black Beauty sein.
Meiner Meinung nach. Alter. Ich bin mir jetzt echt kurz zum Überlegen den Ding holen. No. So, jetzt mal gucken. Wie sieht mit der Biogasanlage aus? Oh, die können wieder verkaufen. Weil jetzt läuft die Biogasanlage auf einmal. Aber die sind noch nicht voll reif. Kann den jetzt ausschalten. Ausgeschaltet. Oh, der hat jetzt ein Ding hier. Da ist immer noch voll. Ja, immer noch für. Naja, ich muss nicht verstehen. Muss ich leider nicht verstehen. So. Wir fällt nur zwei Lagerballen und dann haben wir es. Die anderen beiden. Es triggert mir zwar noch. Oder bleibt da drin? Aber der braucht noch. Ja, der wird vielleicht noch ein, zweimal voll und dann ist es. Also jetzt haben wir vier Schlepper. Mal gucken, wem wir genug zu tun haben, denn. Guck mal, wie viel kostet denn Feld da in? 70 könnte ich kaufen, könnte, aber nein, weil dann haben wir wieder zu viel Silage, Leute, weil hier vorne glaube ich schon wieder erntereif. Abgeernt, nee, es ist noch nicht erntereif. Dann machen wir trotzdem noch einen Ballen. Mal gucken. Super. Warte, werden wir wahrscheinlich nachher nicht mehr benutzen. Wahrscheinlich. Müssen wir gucken. Vielleicht holen wir auch wieder ein Pickem. Wahrscheinlich. Müssen wir nach und nach gucken. Der ist das im 14er, das bleibt so, nur nach und nach wird gestockt, der bleibt so original 724er. Der 820 ist schon komplett, der Case auch schon komplett. Dann was vielleicht danach wegkommen würde, nur würde, der hier. Steuer, weil der Kalksteuer brauchen. Der
Kalk ist fast leer. Ja, dann müssen wir dann an später Zeit wieder nachkaufen. Jetzt momentan haben wir genug, weil Ding ist, die Sache ist, weil das Seemaschine lässt sich Dünger raus. Jetzt ist die nächste Frage, wenn der Dünger leer ist, ob wir noch Saatgut laden. Dass wir noch rein Saatgut, dass wir erstmal an Gülle ansehen und danach bei der ersten Stufe wieder Gülle. Also sonst wäre Blödsinn die ganze Zeit Tiere machen. Weil, wie gesagt, weil hier beiden haben wir Hafer, hier beiden haben wir Wiese, hier hinten haben wir Wiese. Irgendwann holen wir die Wiese auch noch, die wahrscheinlich auch noch. Mein Ziel wäre eben hier die 33 noch zu holen für Silage. Der 36 Silage, da würde ich wahrscheinlich als Pachtung nehmen. Oder wir können die 28 können wir sonst auch holen. Für Mais. Wie viel kostet der? 2 Millionen, Alter. Und 37? 1,4 Millionen. Darum, es wird rein zwischen mir und die Chavotka. Ich bin zwar schon sehr weit ausgestattet, auch schon mit der Maschine und alles, auch den riesigen Schneeberg, aber wir müssen gucken, Leute, weil ich will keinen Fehler machen und danach klar, das hier hinten klar, nur gut wäre, weil alles die Felsen so nah am meinem Kuhstall zu kaufen. Auch die Wiese hier, die Wiese kostet 300. Weil den Hof wird dann später Zeiten verkauft. Bessere Zeiten. Nur nicht wissen wann. Ich hätte lieber noch ein bisschen gewartet mit dem ganzen Zeugs. Aber es bald kommt dieses Frühjahr. Was wir vielleicht noch holen würden, ist die wegen Pepper. Ich glaube, das ist entweder als Kleintraktor ist es drin. Nein, nicht den. Johnny 6M. Also nicht 100. In den hier vielleicht noch allein schon finde Sound nicht schlecht, aber die Marke bin ich nicht. Ja, für die wo Sony Fans sind und ja, ihr habt zwar wieder Fan, ja, aber dafür haben wir noch ein Ding. Und auf der XXL Farm haben wir auch ein bisschen von allem. Bei der Bouncer Map haben wir wieder noch Fan drin. Was wir machen können, bin ich auch gerade drauf gekommen.
Um die LT den holen. Rein nur, also dann bloß mit Verbindung mit dem hier. Plus noch vielleicht mit dem hier. Der kann 30.000 in Verbindung mit ihm. Oder wir haben leiderweise keine Verschlauchung mit. Entweder mit dem, aber es wäre mein Wiesen komplett am Ausmachen. Weil die großen wäre wieder so extrem. Oder ich hole mir so einen kleinen 15 Meter. Und man könnte auch anders machen, wir können sagen, gut, wir machen Güller für die Wiesen und Dinger für die also Getreidefelder, Ackerfläche. Weil eben wie gesagt, wir können momentan nichts wirklich nicht viel machen. Weil gleich Biogas Lage läuft, der ist immer noch voll. Da steht kein Platz, obwohl das Platz da steht. Und verteilt sich nicht. Dann tue ich den auf Biogas verteilen. Biogas verteilen. Wenn 900 macht Probleme. Bahn macht auch Probleme. Aber das ist nur Script-mäßig, also ich sehe Meld-Datei Probleme. Weil die Schwartke muss gleich eh aufhören mit Ding. Oder ich versuche noch die Silage noch zu verkaufen. Irgendwo. Warte mal, wir könnten jetzt mal kurz gucken, wie sieht der nächsten Tag aus. Bis 3 Uhr morgens kommt kein Schnee und hier zeigt noch Schnee an und danach haben wir 2 Monate nur Regen. Also eines wird danach das Schnee weggehen, wie ihr sammelt. Wie ein Sammelhund. So, und dann jetzt muss ich kurz auch gucken. Genau, einerseits kommt der Frontlader mit dem Ding, mit dem Speis wahrscheinlich hier rein oder hier. Und dann kommt hier der Case rein. Was hier noch fehlt, ist auf die Beleuchtung. Circle Beleuchtung. Boom. Was ist denn da hier oben? So, aber da kommen wir auch nicht rein. Auch wenn reinkommen würde, würde ich ja falsch schon fahren, aber doch es vergehen mit dem Schlepper. Aber nicht jetzt nicht im Winter. Was können wir noch tun, Leute? Weil jetzt im Winter, es ist einfach. Nee, verschwindet! Nee, verschwindet! Also hier ist er auch? Nö. So, das was will war, ist die Stufe niedriger. Dann müsste er auch ein bisschen dauern, bis der weggeht. Und es kann sein, dass dann da wieder alles zukommt. Weil hier hat noch Schnee, hier hat auch noch Schnee. Weil ich will so schnell wie möglich wieder Lager bekommen. Lager bekommen. Läuft hier nicht.
Nein. Aha. Ja, ich. Der wird direkt dann darüber geschoben, hier rein. Könnte auch, ihr könnt teilweise echt mich töten lassen. Teilweise. Komm schon, Leute, komm schon, Piugas. Nur der restliche Arsch reinschmeißen. Weil wahrscheinlich können wir danach. Warte mal, wie weit ist er? Ja. Alter, ich hätte schon lange so gefahren auf der Längsbahn. Ah ne, er ist klein geworden. Gut. Nix gedruckt. Nix gedruckt. Mal vielleicht können wir danach wieder den Tag vorspulen. Oh, der Schnee geht weg. Aber hier noch nicht. Nein. Das ist ja wahrscheinlich viel zu viel Schnee hier drauf. So und so. Hier ist langsam. Ah nee. Schnee sehen wir immer. Sehen wir immer. Ja, hier sieht man sehr, sehr gut, was hoch war und was niedrig war. Und da kommt schon langsam das Gras noch geschoben. Genau, und dann für nächsten Winter machen wir das Gras. Weil wir haben drei verschiedene Gras hier zweimal. Momentan haben wir die hier. Und nicht die. Die würde ich wahrscheinlich hier versuchen. Hier oder. Hier. Im Winter oder mal mit dem Jahr reinsetzen. Aber irgendwo, wo uns nicht im Weg steht, weil da oben sind die Bäume, wo uns im Weg stehen. Und unten auch. Das heißt, ihr müsst gucken. Oder was wir machen könnten. Oder sonst hier. Mal gucken, Leute. So, Silage. Wie sieht jetzt mit der Silage aus? Cool, ich lege sie Ballen reinschmeißen. So, Vollbeleuchtung. Bügel geht wahrscheinlich sowieso aus wie da langsam weg. Fertig. Weil hier ist, geht langsam auch der Schnee. Hier ist auch langsam. Ich glaube, vielleicht über Nacht kommt Schnee weg. Oh, es kommt nächstes Tag kein Schnee mehr. Also sind wir echt geliefert. Echt geliefert. Der hat jetzt wieder abgetankt. Aber hier läuft eben noch nichts. Teilen. Bleiben müssen wir über Nacht. Ja, dann geht's dann rüber. Vielleicht. Ja, oh. Dann gedüngt haben wir alles. Das heißt, wir müssen jetzt nach und nach gucken,
Thrasher-mäßig. Okay, gut, eigentlich schon weg. Mal gucken, was nächsten Tag kommt. Hier kommt auch langsam die weg. Und jetzt würde ich einfach nach und nach Maschinen kaufen oder halt so viel Geld sparen, wie es geht, dass wir. Darum gehe ich jetzt mehr oder weniger am gebraucht Maschinen. Den behalten wir auch, das brauchten. Aber ich vielleicht, wenn was Kleines da ist, zum Beispiel ein Deutsch-Drescher oder so, direkt kaufen und den behalten, bis mal ein anderer Angebot reinkommt. Dann den kaufen. Beim Exler weiß ich noch nicht, ob der Exler würde kaufen und dann warten, bis der nächste gutes was reinkommt. Schon. So, mein Lieben, nur 3,5 Minuten noch. Weil der Quick M7 haben wir jetzt hier. Eine Quick Q7M. Das ist das größte Frontlader, glaube ich. Der Quick. Sorry, jo. Das ist der größte. Aber ich weiß eben nicht, ob der größer ist. Oder der ja schon. Der braucht weniger Power als der. Müssen wir mal aus. Insel. Einen müsst ihr mal von der Haui mal einen kaufen. Oder einen kurz mieten. Und mal kurz gucken, wer am weitesten kommt. Und kurz messen. Musst du mal mit der Schaufel oder so und dann vielleicht mal hier gucken, wie weit das da eingeht und was weit geht da an. Wir verdienen jetzt nichts mehr an Kohle. Ist schon wieder leer. Ah, direkt Verkauf geht direkt zum Verkauf. Oh. Gibt's hier. Jugendlauf, Teil auslagern, direkt Verkauf, Teil. Direkt Verkauf erst später, wenn wir wirklich verkaufen wollen, weil. Die 12.000 kriege Einhandinger oder Einzel gegen voll und das Ding vorbei, ne? Wie weit ist die Wodka jetzt? Oh mein, der braucht wieder ewig 3 Jahre arbeiten. Normal, dass es auf dem Feld länger dauert, bis er weg ist. Aber es sollte einer gesehen haben, oder? Eigentlich. Leute, muss trinken für die 15 Sekunden. So, mein Lieben, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.